Moin moin und herzlich willkommen zu unserem ersten Assetto Corsa Competizione LFM-Rennen. Ja, ich habe mich ja schon länger angemeldet gehabt und dann sind wir einfach nur auf Twitch in den Streams immer verschiedene Strecken gefahren und ich habe mich letztens recht spontan entschieden, an einem Lauf in Silverstone von der LFM vom Rookie Cup teilzunehmen. Aber bevor wir weiter darüber quatschen, würde ich sagen, gucken wir doch erstmal rein. Viel Spaß beim Rennstart hier zum Rookie Cup auf Silverstone. Halbwegs gut geglückt alles, oder was heißt halbwegs, es ist gut geglückt und so gehen wir hier auf die Reise, die ersten Meter, Kilometer auf der Strecke. Ich konnte mich ganz gut durchsetzen, behaupten dort und dann, war es erstmal so ein Gefühl von reinkommen, es war nicht hundertprozentig flüssig alles, man sieht es hier ein bisschen weit gegangen und dann kommt der BMW daneben. Also ich brauchte ein bisschen, um mich reinzusortieren. Da hinten ging auch einer über die Wiese, aber ich brauchte einfach einen Moment. Das ist oft so, dass ich mich erstmal einrufen muss so ein bisschen. Ich meine, ja, ich hatte auch nicht viel Einspielzeit hier in Silverstone. Ich habe ein bisschen geübt, aber ansonsten bin ich in Assetto Corsa auf Silverstone sehr, sehr wenig gefahren. Um zu sagen, eigentlich noch nie wirklich. Und so habe ich ja vorher nur ein ganz, ganz bisschen trainiert mit einem Setup, was ich vorher gefunden habe und dafür muss ich sagen, war die Qualifikation, in der ich übrigens auf einmal richtig heftig abgeschossen wurde. Ich war auf meiner schnellen Runde, wollte einen überholen, ziehe links rüber, weil er auf der Ideale keinen Platz gemacht hat und in dem Moment, wo ich neben ihm fahre, haut er mich von der Seite völlig weg. Er hat sich auch entschuldigt dafür. Ja, Runde war natürlich gelaufen, wäre vielleicht nochmal besser gewesen. Startplatz 10 war es so, aber trotzdem ein mega, mega gutes Startergebnis, wenn man bedenkt, das erste Mal LFM. Ja, es ist der Rookie Cup, da fahren die kompletten Anfänger mit, die wirklich komplett neu sind, die gerade mit LFM starten und so weiter. Und da war ich in Split 8, also man sollte das auch alles nicht zu hoch hängen. Trotzdem mit P10 war ich sehr, sehr zufrieden als Startplatz. Und nachdem ich mich dann eingegroovt hatte so ein bisschen, lief es auch halbwegs gut, sodass ich recht konstante Rundenzeiten fahren konnte. Ich habe zwar nach vorne ein bisschen verloren, man sieht es ja hier, die Lücke nach vorne ist aufgegangen. Aber durch die Kämpfe, die sie vorne hatten, hat sich das Ganze verändert. Wir springen kurz beim BMW rein und gucken uns das Ganze nämlich mal an hier. Diesen Fight. Und na, da geht er von der vom Gas, weil er ihm sonst drauf fährt, da im Überholmanöver. Und dadurch besteht für mich natürlich wieder die Möglichkeit, so ein bisschen hinten den Anschluss wiederherzustellen, ja. Auch wenn ich pro Runde ein bisschen langsamer war, war es durch diese Fights so und durch mein konstantes Fahren trotzdem noch so, dass ich dann halt in den Situationen wieder aufschließen konnte und so zumindest nicht komplett alles verloren war, weil die über alle Berge waren. Hier sieht man es ja ganz schön, ne? Da vorne, der Ferrari kann ganz gut fahren, der BMW und der McLaren verlieren ein bisschen und ich kann sozusagen dort aufschließen. So, aber zurück nochmal zu den Informationen. Rookie Cup, genau, und alle Anfänger fahren dort. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal ein Video, um euch so ein bisschen mitzunehmen. Hier übrigens der kleine Fehler, wo ich oft rausgekommen bin, was mich viel Zeit gekostet hat, insgesamt glaube ich, aber naja. Den ich jetzt heute mal in Form vom Video machen wollte. Ich wollte euch einfach erzählen, dass ich mein erstes LFM-Rennen gefahren bin. Da ich noch so ein bisschen überlege, machen wir das weiter in Videoform jetzt am Anfang oder switchen wir sogar nochmal um und machen irgendwann LFM-Rennen halt auch im Stream. Momentan sind es ja eher die Community-Rennen.
Hier setzen wir uns aber auch daneben, neben den Ferrari. Gehen wir vorbei? Ja, sind wir vorbei. Sehr gut. Er hat allerdings auch einen Fehler gemacht, das muss man auch fairerweise sagen, sonst wäre ich, glaube ich, nicht dran gekommen. Aber da habe ich dann halt die Chance mal ergriffen und habe einen Platz gut machen können. Ne, ich bin am Überlegen, was machen wir in den Streams, wobei wir da ja auch Community-Rennen fahren auf Privatserver und üben, neue Strecken einüben und so weiter, was ich eigentlich auch gerne beibehalten möchte. Müssen wir mal schauen. Ihr könnt natürlich das gerne auch in die Kommentare schreiben. Aber vielleicht die ersten Rennen jetzt, wenn ich demnächst nochmal fahre und so, dann kann ich euch ja auch in Videoform erstmal so ein bisschen mitnehmen. Zack, und da gab es einen Unfall da hinten. Zack, da haben wir uns natürlich auch wieder sehr gut Zeit erarbeitet auf die hinter uns Fahrenden. Es ist so, beim Rookie Cup oder generell, glaube ich, bei den Anfängerklassen auf LFM, dass die Rennen in einem Wochenrhythmus sind. Das heißt, eine Woche lang wie hier jetzt Silverstone. Nächste Woche ist dann jetzt gerade Barcelona dran. Danach die Woche die nächste Strecke. Das heißt, wir haben keine große Abwechslung. Ich habe drei oder vier Cups, glaube ich, die wir fahren können. Ein M2 Cup, ein GT4 Cup und zwei GT3 Cups, glaube ich. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich kann halt auch nicht alle Strecken. Silverstone kenne ich von der Formel 1. Es gibt aber auch Strecken, die bin ich wirklich noch nie gefahren. Ob ich da Zeit finde, mich dann darauf vorzubereiten, weil ohne Vorbereitung möchte ich eigentlich in diese Rennen überhaupt nicht reingehen. Das wird meistens nichts, aber naja, gucken wir mal, wie wir das Ganze machen. Ich bin auf jeden Fall rein gestartet und bin bis hierher mit diesem Rennverlauf auch recht zufrieden. Wir können uns an unserer Position behaupten. Hinter uns eine Lücke, vor uns eine kleine Lücke. Also es ging jetzt auch nicht so viel. Aber muss es ja auch nicht, ne? Es sind ja nicht immer nur die spannenden Rennen, klar für euch schon, aber manchmal muss man auch einfach das mitnehmen, was geht. Und dann ist es vielleicht auch einfach mal das Fahren auf so einer Position ohne große Fights und so. Einfach sauber das Rennen runterfahren. Ne? Gerade wenn man halt in so einer recht Anfängerklasse fährt, machen die anderen halt auch immer nochmal Fehler. Und wenn du da konstant fährst, zack, 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 deine Runden abspulst, dann läuft das auch ganz gut. Ihr habt es gerade gesehen, da war doch ein leichter Querstart. Das müssen wir uns nochmal angucken. Hier, leicht über den Curb. Und dann war es kein einfacher Querstart, sondern das ging richtig ab. Das wäre fast ein heftiger Abflug geworden. Also hier sieht man es nochmal, da wie ich da dagegen halten muss. Das war kein Kurvenlenker, das war wirklich der Querstart. Und ja, hier sieht man es jetzt nochmal über den Curb. Und dann geht der aber richtig schief. Und hätten wir das Auto verloren, ich glaube, das wäre es gewesen. Beziehungsweise wären wir nicht mal eingeschlagen, aber ich glaube, da hätten wir ordentlich Plätze verloren, da hätten wir einen ordentlichen Abgang gemacht. Aber ich konnte es halten. Glück gehört auch dazu. Glück muss man haben. Ja, und so ging es dann natürlich weiter. Klar, auf die Verfolgung der vor mir Fahrenden springen wir hier in Runde 6 direkt rüber. Und da seht ihr es schon von hinten. Es wird dann doch immer enger. Ja, und dann kam der McLaren immer näher und man sieht es vielleicht auch hier an der Fahrweise. Ich bin ein sehr, sehr vorsichtiger Fahrer. Das kann man vielleicht so sagen. Also gerade was so das, ja, vielleicht nicht mal unbedingt das Verteidigen sah jetzt hier vielleicht ein bisschen anders aus, aber gerade beim Angriff und so, dass ich doch eher nochmal zurückziehe, eben nicht in die letzte Lücke reinfahre, mich dahinter orientiere und nur auf Fehler warte und eben nicht aggressiv reinziehe. Das gleiche auch beim Verteidigen. Ich gehe, glaube ich, nicht letzte Rille. Manchmal vielleicht nicht ganz gut, wie da in dem Manöver zu sehen. Vielleicht hätte ich einfach später bremsen sollen. Und hätte versuchen müssen, innen reinzugehen, irgendwie nochmal, um davor zu bleiben. Aber man sieht ja, er zieht halt auch weg. Ja, also ich meine, ich kann euch sagen, gegen Stürmer manchmal oder so, das Überholen ist nicht einfach. Ich bin dann auf Monster vielleicht 2 Sekunden schneller gefahren als er oder 3 auf Runde. Konnte ihn aber nicht überholen, weil ich das mit dem Überholen sehr vorsichtig angehe. Das vielleicht außerdem zur Konstanz noch so ein Ding, was ich lernen muss, gerade in der Verteidigung, weil das ist halt auf vielen Strecken so, ja,
kann man das gut verteidigen, hat man auch eine Chance vorne zu bleiben. Man sieht zwar jetzt, er ist deutlich schneller als ich, kann ordentlich wegziehen. Hätte ich dagegen gehalten, man weiß es nicht. Vielleicht wäre das dann auch anders gekommen und ich hätte diesen Platz gut machen können. Aber auch die anderen sind natürlich nicht fehlerfrei. Auch hier sieht man wieder die Fighten und durch diese Fights bin ich natürlich auch wieder ein bisschen näher dran gekommen. Und dann gibt es halt auch die Fehler der anderen, die mal passieren. Wie hier der Dreher vom McLaren, den ich dadurch natürlich wunderbar überholen konnte und was uns dann wieder eine Plusposition einbrachte. Und dann gehen wir hier schon in Runde 8. Auch da der BMW sehr weit raus. Ich dann auch nicht optimal um die Kurve gekommen, sonst hätte ich deutlich weiter aufschließen können noch. Das sind dann halt immer so diese kleinen Mini-Momente, so nenne ich sie mal, die dann eben auch immer wieder minimal Zeit kosten. Hier sieht man es auch, der BMW recht unruhig und trotzdem komme ich eben nicht dran. Also da sieht man ja auch schon wieder dran. Die sind schon um einiges nochmal schneller, oder was heißt um einiges, aber ein kleines bisschen schneller gefahren. Was aber meiner Meinung nach völlig in Ordnung ist für das, was wir gemacht haben. Hier geht er auch wieder sehr, sehr weit. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns hier vor der Schikane, vor der links, rechts, daneben zu bremsen. Aber ich ziehe halt doch nochmal zurück. Er geht ja weit. Also es wäre eine Lücke da gewesen, aber ich spiele es nicht. Weil ich möchte ja auch selbst dieses Rennen gut beenden. Und wir liegen auf einem sehr, sehr guten Platz. Dagegen kann wieder leicht schief. Und guck mal, jetzt. Jetzt nehme ich mal die Chance und setze mich wieder daneben. Zack. Gehe aber nicht mit letztem Risiko vorbei. Dadurch kann er wieder kontern. Und jetzt auch hier wieder auf der Bremse. Ich gehe zu früh auf die Bremse. Hätte wieder noch einen Tick später, hätte mich vielleicht daneben bremsen können. Ein Ticken aggressiver. Es ist vielleicht ja nicht mal viel. Aber so konnten wir hier eben diese Position leider nicht gut machen, weil es fehlt halt ein bisschen. Wie gesagt, vielleicht wäre es möglich gewesen, gleich von Anfang an ein bisschen riskanter oder aggressiver zu fahren, ihm gar nicht die Chance zu lassen, nochmal vorzukommen. Weil so kann er halt seine Geschwindigkeit wieder ausnutzen und wieder eine kleine Lücke aufmachen. Auch da wieder ein kleiner Quersteher allerdings, okay. Sodass ich eben doch in irgendeiner Weise noch zumindest in einem Abstand bin, wo eine Chance da war. Ja, erstmal Lichthupe machen hier. Aber da seht ihr, der zieht ordentlich weg. Und ohne Fehler von ihm, von dem BMW hier, keine Chance, da irgendwas zu machen. Dafür war er dann halt einfach doch zu gut. Ja, da konnte dann nochmal sehen, vom die ganze Runde mit dem BMW und von mir auch,
wie sich das Ganze verhalten hat. Jetzt kam dann der McLaren von hinten immer näher. Auch der war Runde für Runde etwas schneller. Und wenn ich dann die Kurve nicht hundertprozentig genommen habe, wie hier leicht im Dreck war, da kommt er an und kann sich direkt daneben setzen. Und da mache ich auch gar nicht zu. Da habe ich versucht, nochmal innen reinzugehen, um zu kontern. So, und jetzt gehe ich aber wieder zu früh. Da hätte ich ordentlich dann dagegen halten können. Und dann hier beim Rausbeschleunigen ganz, ganz eng. Und er kann natürlich innen rüber. Und da ganz leichte Berührung. Oh, und dann noch einer im... Oh mein Gott. Das war knapp. Da hätte ich ihn fast durch die Berührung noch abgeschossen. Fast noch in den stehenden Wagen rein. Also das war ein ganz, ganz kritischer Moment. Aber alles gut gegangen. Aber wieder... konnte ich halt nichts machen, konnte da nicht gegenhalten und hatte quasi wieder das Nachsehen. Und da sieht man schon, da zieht er dann auch schon wieder ein bisschen weg, sodass ich dann kaum noch folgen kann. Klar, der Abstand, falls ein kleiner Fehler kommt, der ist da, dass ich dann zuschnappen kann, aber im Großen und Ganzen... ja, war es nichts. Hier musste ich kurz vom Gas, weil meine Pedale weggerollt sind, gerutscht weg. Und das ist das! Er hält einfach an. Ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht musste er mal aufs Klo oder so. Keine Ahnung. Schenkt er uns einfach die Position. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, hätte er nicht angehalten und keinen gravierenden Fehler gemacht, hätte das durchaus für ihn gereicht. Ich glaube, da hätten wir nicht mithalten können. Wir springen nochmal ein paar Runden weiter und sind dann jetzt schon am Ende. Und ich hatte keinen Druck mehr von hinten. Nach vorne ging eigentlich nicht mehr. Und ich mache so einen Fehler. Er hat mir nichts gekostet. Aber so ein Fehler, ja, da kann man doch auch ganz, ganz schnell mal in einem Dreher landen. Und das ist so ärgerlich. Da kann man einfach mal ein bisschen vorsichtiger machen. Das sind dann halt so die Momente, genauso wie manchmal auf der Aufwärmrunde, wo ich sehr unkonzentriert bin und einfach das Auto in die Wand setze. Sehr, sehr schade. Muss nicht sein. Es ist nichts passiert. Ärgert mich trotzdem solche Sachen. Ja, kann man vielleicht nicht so ganz ändern, aber naja, jetzt sind wir hier in den letzten Kurven vom Whoopi Cup auf Silverstone. Biegen jetzt hier auf Start-Ziel ein durch die letzte Kurve und beenden unser erstes LFN Whoopi Cup Rennen in Split 6, das sage ich nochmal dazu, auf einem wunderbaren sechsten Platz und damit bin ich mehr als zufrieden. Hat mich mega gefreut. Vier Plätze gut gemacht. Ihr habt gesehen, der eine hat angehalten, der andere hatte einen Quersteher. Also auch mit ein bisschen Glück, aber auch mit einer gewissen Konstanz, die da drin war. Und damit bin ich recht zufrieden. Klar, der ein oder andere Fehler, was man nochmal ausbessern könnte, aber ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen zufrieden. Und jetzt würde es mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Wie fandet ihr es? Wollt ihr von den LFM-Rennen weiterhin Videos sehen, solche Zusammenfassungen? Oder sollen wir die einfach auch in den Livestreams mit aufnehmen und da immer mal wieder ein Rennen fahren? Oder da wirklich community-mäßige Rennen machen und erst später, wenn wir aufsteigen, da ein bisschen mehr machen? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Gerne ein Like da lassen, wie gesagt, wenn es euch gefällt. Und dann sehen wir uns entweder in einem Stream auf Kevin Zockt. Auf Kevin Zockt Gaming auf Twitch wieder oder in einem Video hier auf YouTube. Bis dann, euer Kevin Zockt. Bye, bye.